Hallo Freunde des Farming Simulators, es gibt wieder neue Karten bei den Web News Updates und auch Beta-Karten. Wir starten mit der Paxun Niemi von Yammo. Man benötigt sechs zusätzliche Mods, die sind auf Motop unten extra verlinkt. Die Karte ist für PlayStation und Xbox, zusätzlich natürlich zu PC. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir schon den Hof mit Stafferzeugen, den schauen wir uns da gleich an. Und man sieht, die Karte ist größtenteils auf Forst ausgelegt. Es ist eine finnische Karte. Ja, ein Gewächshaus hat man schon. Verträge hat man. Ah, dann Kuhstall, Hühnerstall und Schweinemaststall. Stafferzeuge drücke ich natürlich gleich durch. Ja, Hackschnitzel. Da gibt es diverse Farmen oder Häuser, die haben einen extra Trigger zum Verkauf von Hackschnitzel bzw. Brennholz. So, Stroh geht verkaufen, Gras wohl nicht. Und ja, soweit passt alles. Der Wachstumskalender wurde auch etwas umgeändert. Und jo. Straßenverkehr haben wir auch schon. Ja, da haben wir einen schönen Valtra. Natürlich finnische Karte, dann Deutsch. Und ich finde, auf eine finnische Karte gehört ein Valtra hin. Ist nur meine Meinung. So geht das auf. Ja, so, da haben wir eine Tankstelle. Da haben wir auch das Gewächshaus. Genug zum Anfangen hat man auch da, ein Silo hat man da und wenn man sich die Karte jetzt von oben so ansieht, merkt man, ja, es ist wirklich eine Forstkarte, die Bäume stehen sehr dicht. Ja, Sägewerk hat man, 27 Felder gibt es. Die Bäume sind aus der Holmakra. Da geht ein Dank raus an den Mapper für die Weitergabe. Es gibt fünf verschiedene Farmen. Wir haben eine zum Beispiel. Die sind auf der ganzen Karte verteilt und auch ein paar Plätze, so wie hier zum ja, selber bauen. Gut, Sammelstücke gibt es. Der Wasser kann am See entnommen werden. Den haben wir, glaube ich, hier oben. Ja. Und man sieht ja. Ja, sie ist eine Forstkarte, keine Frage. Gut. Oder eine hauptsächlich Forstkarte. Ja, so eine haben wir heute dann auch noch. Gut. Das war's. Soweit zu dieser Karte. Natürlich ist das eine V1. Und wir schauen uns einfach die nächste neue Karte an. Schauen, was die so kann. Poppy von Finn Farming Sim. Das ist eine finnische Karte, beziehungsweise die spielt in der finnischen Wildnis und sie ist auch für PlayStation und Xbox. So, man sieht, sie ist so ähnlich aufgebaut, ja, wie die No Man's Land. Das Layout der Gebiete ist auch da. So übernommen worden. Verkaufsstellen gibt es alle hier in der Mitte. Da sieht man auch, Sägewerk gibt es, Verkaufsstelle für Steine, Laden, Holzspäne, Hackschnitzel. Und ja. Was kann man noch sagen? Sehr wenige Straßen. Ja, ich würde sagen, ja, fast keine und viel Wald. Felder gibt es keine, aber dafür Wiesen und na gut, man muss sich halt die Karte selber bauen. Für jedermann ist so eine Karte nichts, das weiß ich. Und im Großen und Ganzen schaut sie aber recht gut aus. Es gibt hier zum Beispiel sieht man auch, dass sich der Mapper schon etwa ein paar Gedanken gemacht hat. Eben ist was anderes. Das muss ich auch sagen. Und ja, leider gibt es nichts viel mehr zu erzählen von dieser Karte.
Und ich würde sagen, jeder, der sie möchte, soll sie spielen. Die wird sicher für so manchen eine Herausforderung, der es diese Herausforderung halt auch annimmt. Ja, und es gibt keine Startvorzüge, egal von welchem Schwierigkeitsgrad man anfangen möchte. Ich empfehle den zweiten Schwierigkeitsgrad, weil da hat man auf jeden Fall mal 1,5 Millionen und da kann man, ich hoffe, ja, 1,5 Millionen und da kann man halt ja, sich schon so einiges leisten für den Anfang. Mios von Bobbin972. Ja, diese Karte ist rein für Getreide. Es sind keine Tiere schon vorverbaut. Und ja, man besitzt auch schon jede Menge Felder. Okay, gut. Rein davon ist nichts einzuwenden. Hier ist, glaube ich, irgendwas Böses passiert. Weil da ist noch. Siehst du, da ist irgendwas auf dem Feld. Okay, ich schätze, da wird noch ein Update kommen, oder hoffe ich zumindest, wo diese Fehler behoben sind, genauso wie hier. Also fahren die Fahrzeuge irgendwo, aber nicht auf der Straße. Oh ja, mitten durchs Gebäude. Schaut aber nicht nochmal so übel aus, das Ganze hier. Ja, 5 neue Früchte gibt es. Nämlich, ja, Übersetzung ist auch da. Hartweizen, Sommergerste, Futtersäen für Roggen und Tritikale. Produktion sind keine da, Verträge auch keine, Tierställe, Tiere haben wir keine, die Stadtfahrzeuge gleich durch und keine Verkaufsstellen. Das bringt sich total. Man merkt es ja. Man merkt die. Nun ja. Ja, Wachstumskalender wurde auch nicht verändert. Und gut, wie gesagt, rein für Getreide, die Verkaufsstellen muss man sich leider selbst hin platzieren. 29 körperliche Felder gibt es. Und ja, ein BGA sollte es auch irgendwo geben. Und das war's eigentlich mit dieser Karte. Ich enthalte mich einfach meiner Stimme dabei, weil es sehr viel zu reden gibt von meiner Seite her. Penny Run oder Pinion Love ist die erste Update-Karte für heute, nämlich die neueste Version ist die Version 3.0.0.2 und sie ist auch für PlayStation und Xbox. Und man sieht, sie ist für Forst ausgelegt, aber es gibt auch ein paar Felder. So, was wurde gemacht? Eigentlich nicht viel. Man kann die Karte für das Gold Pack jetzt benutzen. Das sollten jetzt alles oder sollte jetzt alles funktionieren. Und das war's mit diesem Update. Die European Map oder EU Farm, wie man es halt nennen möchte, Version 1.1 von UUL Farmer. Ja, es gibt da auch wieder natürlich ein paar Änderungen, nämlich die vollständige Modifikation der Hauptfarm wurde in einen älteren Stil gemacht. Dann bei den Kühen wurde auch in der Zone der Kühe ein paar Änderungen gemacht. Weiters gibt es Grundstücksersatze oder die Grundstücke wurden quasi umgeändert und diverse Verbesserungen gibt es auch noch. Ja, das war's mit diesem Update. Es gibt leider nicht mehr, was sich geändert hat. Aber natürlich hoffe ich, dass ihr damit auf dieser Karte viel Spaß habt. So, noch kurz die Startfahrzeuge bzw. die Startgeräte durchschauen. Und das war's.
Was dann? Wie sehen wir noch den Haupthof? Sherwood Farms von Tailil Gaming. So, ja. Ein riesengroßer Hof. Gut, V2. Folgende Änderungen wurden hier gemacht. Und zwar, die Bäume wurden so jetzt geändert, dass man sie jetzt auch mit dem Harvester schneiden kann. Dann beim Haupthof ist jetzt eine Getreidehalle dazu gekommen und ein Bauernhaus. So, Staffelzüge haben wir keine. Ich habe schon ein bisschen was hergezeigt, so nebenbei. Und ja, soweit eigentlich zu dieser Karte. Und es sind noch einige vor uns und natürlich auch ein paar Beta-Karten. Das nur Polly. V1.9 von Black. Ja, so heißt er wirklich. So. 1.9. Geändert hat sich da Folgendes und es sollte die endgültige Version der Karte sein. Es ist ein neuer Spielstand erforderlich. Nun gut, weil auch unter anderem sehr viele Fabriken dazugekommen sind, nämlich Brauerei, Brennerei, Weingut, Hefeproduktion, Konservenfabrik, Keksfarm und Fischfarm. Und gut, zwei weitere Scheunen wurden hinzugefügt, um eben ja, die Stadtbedingungen eigentlich zu verbessern. Wir haben gerade mal das hier und das ist eigentlich alles, was wir haben für den Anfang. Außer 100.000 Euro im leichten Anfängermodus. Gut. Sonst haben wir nichts. Ich schaue noch kurz mal nach. Ja, Produktionsketten, Verträge sind auch da. Das ist super. Ja, das kann ich leider nicht lesen. Das schätze ich mal, sind aber die Hühner. Verkaufsstellen sind aber nicht alle richtig eingetragen. Und russisch verstehe ich halt auch leider nicht. Ja. Gut, das heißt, ja, auf zur nächsten. Plain and Simple. Version 1.1. Ja, plan und simple kann man fast schon sagen bei dieser Karte. Und ja, Version 1.1. Hier wurde eine Eisenbahn hinzugefügt. Ah, so ist das. Der steht im Wasser. Okay. Dann zwei Eisenbahn-Silos gibt es auch. Einige Nacktlichter wurden auch hinzugefügt. Und ehrlich gesagt, ich finde es ein bisschen blöd, dass die wirklich so stehen hier. Die gehören meiner Meinung nach auf den Haupthof. Ja, Senf ist fix verbaut und ein Haupthof besitzt man noch nicht. Das heißt, das müsste man sich halt selber alles zusammenbauen. Ja, plan und simpel, beziehungsweise wenn man da das kauft, wenn ich mich nicht täusche, kann man auch das Feld vergrößern, je nachdem, wie man das halt so möchte. Biogasanlage haben wir da. Und ja, zu den Änderungen noch. Einige andere Korrekturen wurden auch noch gemacht, bevor ich das vergesse. Gut, das war's mit der Plain and Simple. Und natürlich sind alle Links zu den Karten unten in der Beschreibung verlinkt, wie üblich. Firm Limousine von Agrisim Gaming. Nummer 1, die Karte gehört entpackt und da ist auch Precision Farming dabei. Wenn man das halt möchte. Ich habe es ohne gestartet, weil ich möchte meinen Motor nicht suchen, weil ich jetzt jede Karte oder wenn ich jede Karte lade. Und ja, Veränderungen in der neuesten Version, in der Version 1.0.0.1 sind folgende. Nämlich bei der Schaffarm wurden ein paar Gebäude verändert. Dann gibt es eine
Übersetzung von bestimmten Produktionen. Dann die Mixtextur bei den Kelvin wurde korrigiert. Dann die richtige Produktion gibt es jetzt auch in der Mühle. Multi-Angle-Boden, das heißt der Multi-Treu-Boden ist auch hinzugefügt worden, inklusive Stoppelzerstörung. Die deutsche Übersetzung ist anscheinend nicht drinnen. Aber gut, das lassen wir mal so. Das Problem beim neuen Kauf von Pet Dogs, das kann ich jetzt leider nicht sagen, was das ist. Das wurde behoben, der ZIP-Ordner wurde optimiert und leider ist für diese Version ein neues Save-Game vonnöten. FS 2009 Ireland, die Karte von LS09. Ja, 34 Felder, Sägewerk, 4 Produktionen, Sammlerstücke und die Lok ist sauber. Oder sollte zumindest sauber sein. Schauen wir das Ganze mal durch, schnell. Ja, gut, es ist ein Performance-RAW-Format. Eine Wave-Datei, die ist nicht so gefährlich, aber sonst sehe ich wirklich keine Fehler. Gut, die Änderungen stehen leider nicht drinnen. Es gibt aber ein paar Unannehmlichkeiten, die will ich euch nicht verheimlichen. Es gibt keine Sammlerflasche von den FS09 und am Hof hätte eine Scheune stehen sollen. Die ist aber leider noch nicht da. Das wäre halt der Haupthof. Und das war's mit dieser Karte einmal. Home World Farm Beta, die erste Beta-Karte heute. Und da sieht man auch, wo sollte man sehen, wo die ganzen Höfe quasi sind, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, im Großen und Ganzen nicht einmal so übel die ganze Karte. Für eine Beta auf jeden Fall. Und das ist Gate Hatch Cap. Okay. Also die strichpunktierte Linie. Gut. Und Staffelzeuge stehen irgendwo herum. Beziehungsweise die sind unter der Kappe irgendwo verschwunden. Das heißt, man sollte sie zurücksetzen, damit es man einsteigen kann. Ja, und man sieht, die ganzen Fahrzeuge sollten schon etwas stärker sein als Standard. Ja, flach ist sie nicht. Sie ist eine Vierfachkarte, zwei Verkaufsstellen, 133 Felder von klein bis groß. Und bearbeitet und konvertiert hat das der Mapper Big Dog Gaming 1983. Ja, Ballenverkauf haben wir natürlich auch da. Und wie gesagt, ist eine Vierfachkarte. Und für eine Vierfachkarte hat es sich hier schon etwas angetan, das muss ich schon sagen. Und ja, wie gesagt, es ist noch Beta, also jeder, der möchte, kann sie testen, ausprobieren, spielen und sagt dem Mapper bitte Bescheid, was alles geändert gehört oder welche Fehler ihr gefunden habt. Thorville Demo, die Karte, kommt von unserem beliebten Miles Ellis. Und erstens, wenn ihr die Karte auswählen wollt, bevor ihr sie startet, wird das Spiel abstürzen. Da ist wieder die Map Preview, also das, was ihr am Anfang seht, wieder in der falschen Größe, wie von Miles Ellis fast immer, aber zu 99%. So, die Thorville basiert auf dem Vereinigten Königreich. Weizengerste und Kartoffeln, Sonnenblumen und Hafer sollten drin sein. Gut, da haben wir eigentlich mehr. Verkaufsstellen sind keine, Produktion keine, Tiere keine Stelle. Ja, die Fahrzeuge sind von der Erlengrad und die stehen
wie wir sie kennen, einfach irgendwo herum. Gut, die vollständige Veröffentlichung kommt in Kürze und ich hoffe mit wesentlichen Verbesserungen, muss ich ehrlich sagen. Gut, viel unterhalte ich mich oder halte ich mich nicht mehr auf bei dieser Karte und ja, auf zur Umfrage. So, bei der Umfrage wollte ich das letzte Mal wissen, also übers Wochenende, ob ihr schon das Glühwein Pack gekauft habt. So, 20% haben es mit dem Season Pass, 18% haben es einfach so gekauft, 20% überlegen und 42% sagen nein. Finde ich total in Ordnung, weil der Volker hat schon was Schönes geschrieben, nämlich im Standardspiel sind so viele Dinge drin, bloß braucht man das dann quasi. Okay, finde ich auch in Ordnung, weil es gibt genug dazu. Und für das halten wir das eine Pack. Nun gut, es ist schön, dass Chance was macht. Es ist halt im Ermessen des Einzelnen, ob man sich das Ganze kauft. Gut, Dankeschön fürs Dabeisein. Wir sehen uns wieder in 2 Tagen. Und ich wünsche euch noch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.